Hallo Welt, da sind wir wieder hier in der Nähe eines Sektenaußenpostens. Das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Da, 530 Meter entfernt, da ist unsere Aufgabe. Aber da wir hier schon ganz schön Krawall gemacht haben, ich glaube, wir können wenigstens ein, zwei Sektenmitglieder noch ausschalten, vielleicht sogar den gesamten Außenposten mal sehen. Jetzt sind sie alarmiert. Hier raus, deckt mich. Da wir aus Versehen mit einem Auto fast reingefahren wären. Das ist ein Baum. Ich rück vor. Verweigert euch der Angst und denkt an den Vater. Angst ist Schwäche. Der Vater ist. Was ist das? Ein rotes Licht, einfach nur ein rotes Licht, mehr nicht. Ah, da unten sehen wir schon ein Auto, das wir dann vielleicht nehmen können. Aber erstmal der Außenposten, wo ist er denn? Rücke vor, deckt mich. Nein. Geh raus, deckt mich. Ihr könnt spüren, dass wir uns langsam dem Abgrund nähern. Ich bin unterwegs. Sie werden kommen. Sie werden uns alles wegnehmen. Sie nehmen uns unsere Waffen. Sie nehmen uns unsere Freiheit. Sie nehmen uns unseren Glauben. Ja, sie machen es immer so. Sie zerschmettern die Welt in Millionen kleine Stücke. Und wir sollen die Trümmer nehmen und alles wieder aufbauen. Und sie tun es wieder. Und wieder. Und wieder. Scharfschütze? Ich hätte gerne die Pfeile zurück, aber das wird wohl heute nichts mehr. Verzichten wir auf die Pfeile.
das ist jetzt doch besser. Du bist so laut. Oh, hey, das sind zu viele. Wir haben nicht so viel Munition, also. Klettern. Das ist das. Aha. Ich kenne kaum einen von hier, der als Kind nicht mindestens einen Sommer im Sacred Skies Ferienlager war. Ist eine ziemlich altmodische Anlage. Und dann kam Eden's Gate und verwandelte alles in ein einziges Horrorhaus. Aber wenigstens kann die Sekte hier keine Drogen mehr herstellen. Danke, Rookie. Was zum Teufel? Das war wirklich grandiose Arbeit, Deputy. Hab ja gesagt, dass es eine Menge Leute gibt, die sich gegen Eden's Gate zur Wehr setzen wollen. Die brauchen nur einen Anführer. Sieht so aus, als hätten sie ihn endlich gefunden. Je mehr du dieser Sekte entreißt, desto mehr Leute werden an deiner Seite kämpfen wollen. Dutch out. Hab dich. Oh, klappt auch so. Telepathie meine ich. Ich wollte hier nochmal rüberfahren. Oh, das macht aber doch Spaß. Warum machen die das nicht immer? Ich habe das hier alles viel größer in Erinnerung. Du kannst das auch? Oh, ja, wie schön. Danke für deinen Auftritt beim Gefängnis. Ich wurde gezwungen, Faiths Pfad zu folgen. Hab es bis zur dritten Stufe geschafft. Josephs Predigt an die Gläubigen. Wäre fast gestorben, aber zum Glück retteten mich die Cougars. Oh nein, ach schon wieder. Ich wollte kaufen bei ihm. Nicht anheuern. Okay, jetzt wissen wir ja, dass wir die auch wieder anheuern können. Entfernen. Ach, Wiederverwerter. Bringt nach einigen Abschüssen wieder verwertbare Munition zurück. Okay. Und spurlos, das sagten wir ja schon vor einigen Folgen, lässt dich also in hohem Gras unauffindbar werden. Ja. Ich habe das hier alles viel größer in Erinnerung. Viele von uns sind für deine Hilfe dankbar, Deputy. Weiter so. Na, was hast du denn wohl drauf? Sally, Moment. Wie heißt du? Warst du nicht auch Sally?
Jedes Mitglied von Josephs Familie hat irgendwo einen Bunker. Ich wette, dort bewahrt Faith ihre Drogen auf. Ich rück vor. Trink, komm, Schatz. Das von Faith manipuliert dich, sodass du dich falsch fühlst. Dann lügt sie und behauptet, nur sie könnte das wieder richten. Mhm. Das schaffe ich nicht allein. Hey du, komm her. Was? Was soll das heißen, komm her? Gute Arbeit am Lager übrigens. Natürlich haben wir jetzt ein anderes Problem. Da unten am Fluss gibt's einen gefährlichen Puma. Das ist kein gewöhnliches Tier. Er soll eines der gescheiterten Experimente der Sekte sein. Er tötet jeden, der ihm zu nahe kommt. Die haben ihn so voll Bliss gepumpt, man kriegt schon Halluzinationen, wenn man nur neben ihm steht. Ich habe einen Trupp losgeschickt, um ihn zu erledigen, aber die kamen nicht zurück, sind wahrscheinlich tot. Ich hätte gern, dass du das zu Ende bringst. Aber ich sag dir, das Vieh ist super gefährlich und absolut unberechenbar. Ich erinnere mich daran, dass einer der Betreuer eine Seilrutsche von der Hütte an der Spitze des Hügels gespannt hat. Ob es die noch gibt? Ach so, dich kann man gar nicht rekrutieren. Gut, dass du den Kugas beim Gefängnis helfen konntest. Ich wollte sie jetzt rekrutieren. Ich dachte, rekrutierst du die mal. Die hat so eine Stimme. Das Leben lief vor meinen Augen ab. Als kleines Mädchen wurde ich jedes Jahr hierher geschickt. Stachellattich? Wenigstens keinen Schaden hier angerichtet. Du willst nicht mitkommen? Beeindruckende Arbeit da beim Gefängnis. Mhm, danke. Kacke, das war knapp. Eure WCs sind alle zu. Irgendwo war hier aber noch ein Ausrufezeichen. Lasst ihr das hier oder wollt ihr das verbrennen alles? Naja. Schönes Grün. An mir ist noch alles dran. Hört das Wort. Der Pfad nach Eden steht all jenen offen, die Fate folgen und den rechten Glauben haben. Schließt euch ihrer Priesterin an, diesem Schrein an, um Josephs Wort zu hören. Gemeinsam werden wir in den Garten zurückkehren. Okay. Kennen wir das nicht schon? Nein, hier ist kein Ausrufezeichen mehr, aber schlafen könnte man hier. Schön. Gut, dass du den Kugas beim Gefängnis helfen konntest. Wenn wir genug Vorräte haben, dann ist hier soweit alles unter Kontrolle. Neue Umgebung, 5 neue Orte entdeckt. Vielleicht brauchen wir so etwas in Zukunft gar nicht mehr. Hier geht's nicht rein. Hier geht es rein. Wurfmesser. Wir haben schon alle Wurfmesser. Na, was habt ihr denn hier Schönes angepflanzt und schon verpackt? Ach so, das sind alles diese Trompetenpflanzen. Ich habe das hier alles viel größer in Erinnerung. Hm. Ja, das ist, wenn man kleiner ist, dann kommt das schon mal so vor. Ja. Ach so, hier können wir verkaufen. Brauchen wir das denn noch hier? Moment mal. Wir haben hier Flora Stachellattich. Stachellattich gedeiht auf den trockenen Böden von Graslandschaften, Feldern und Ebenen, weil er eine schwere Kindheit hatte. Ach so. Scarred Skies Region. Diese Karte zeigt interessante Orte in der Nähe
des Carrot Skies Jugendlagers. Wollen wir das denn verkaufen? Ich glaube, wir könnten es verkaufen. Ich glaube, wir werden es auch eines Tages verkaufen. Moment mal. Nein, 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 nein. Alle Gegenstände nicht. Unseren Hirschhasen behalten wir. Kann man da nicht mal drauf gucken? Das Problem ist nämlich, dass wir ja irgendwann mal das Inventar voll haben werden. Immer wieder ein Anblick. Pfeile können wir zwei Pfeilen kaufen, meine ich. Nein, die Maus. Was für Gegenstände waren das nochmal? Auch so, ja. Wie teuer? 250? Hab ich. Boah, ich glaube, dann sparen wir lieber unser Geld. Da war doch ein Ausrufezeichen. So weit müssen wir. Ich habe das hier alles viel größer in Erinnerung. Da, die Betreuerhütte. Haben die alle in einer Hütte gehockt hier? Brief eines Gläubigen im August 2009. Alana, ich kam als kleines Kind hierher und es war schrecklich. Die Kinder im Camp tranken Alkohol, wenn die Betreuer nicht hinschauten. Jeden Tag wurden Kinder bedroht und verdroschen. Ich schwöre es dir, es gibt niemanden, der bösartiger ist als Kinder. Aber jetzt... Ich habe mich noch nie im Leben so willkommen gefühlt, so geschätzt für das, was ich bin. Es ist eine Jugendgruppe namens Eden's Gate. Es gibt keinen anderen Ort auf Erden wie diesen. Komm, schließ dich uns an. Wir werden wieder zusammen wie Kinder im Camp sein. Schreib mir bald. Ian oder Ian. Ian, Ian. Moment mal, Moment mal. Es ist eine Jugendgruppe? Aha. Der ist gar nicht plötzlich aufgetaucht, was? Der kommt von hier. Ich meine, dieser Vater... Gut, ein Ausrufezeichen haben wir noch da oben. Ich würde dich ganz gerne eintauschen, weil nichts gegen dich. Ich finde dich ja nett und ich freue mich auch. Die mit der tollen Stimme da unten können wir gar nicht. Die können wir gar nicht nehmen. Ich habe das hier alles viel größer in Erinnerung. Du musst schon was drauf haben, um hier zu überleben. Du kommst nicht mit, oder? Was war das denn? Geh raus, deck mich. Wo ist es hin? Da ist doch nichts. Hinter dir! Wo seid ihr denn jetzt? War da ein Tier oder was? Habt ihr den Bigfoot gesehen? Hab gehört, du hast das Henbang-Gebiet zurückerobert. Da gibt es auch einen Hubschrauber, so, so.
Gefängnis. Ich wollte schon sagen, die weiß doch ganz genau, was hier blüht. Oh, können wir hier nicht rauf? Doch. Dich können wir anheuern. Hey, Miss. Schön, Sie zu sehen. Tja. Okay, ja, dann komm mal mit. Einen Teamplatz zuweisen, einen freien, oder? Hier ist das Schloss dran, ach so. Ah, dann müssen wir dich wohl entlassen, was? Moment mal, da fällt mir gerade noch etwas ein. Bevor wir dich entlassen, gucken wir mal... ach so, dich können wir sowieso nicht nehmen. Ach, bis jetzt können wir nur hier für Boomer irgendeinen Perk nehmen, die anderen nicht. Warum nicht? Tierische Begleiter, Grace. Ach, das sind so besondere Begleiter, oder... Ja, wahrscheinlich. Ach, der Boomer ist der einzigartige Spezialist. Das wird's wohl sein. Okay. Ja, das war super mit Spurlos im Gras. Finde ich super. Aber es tut mir leid. Du hast ja im Gefängnis bestimmt noch eine Menge zu tun. Wenn du mich brauchst. Ja. Wo bist du? Da gehst du, okay. Wenn du den Marshall zurück willst, musst du wieder ins Bliss gehen. Aber bist du stark genug, um wieder rauszukommen? Naja, du kommst erstmal mit, oder? Dachte ich jetzt. Geht's nicht mehr. Eine Menge. Die Sekte kippt schon seit einer Weile Bliss in die Wasserversorgung. Doch seit dem Chaos in Josephs Kirche haben sie noch aufgestockt. Jetzt bedeckt dieser LSD-Nebel die gesamte Scheißgegend. Ja. Die kommt gar nicht mit. Dich könnten wir jetzt anheuern. Was ist los? Du musst ins Bliss, wenn du Faith finden willst. Ach, du bleibst hier, dann. Finde ich gut. Ich liebe das Wetter in Montana. Nee, du sagst nichts mehr und mitkommen willst du auch nicht. Na gut. Aber sie hätten wir anheuern können hier. Ach so. Ach, Moment mal, erwirbt den Vorteil Führerschaft, um den zweiten Teamplatz freizuschalten. Und? Bist du dabei, ja? Okay. Wir sollen hier Führerschaft sollen wir erwerben. Wie machen wir das denn? Führerschaft sehe ich nicht. Anführer? Gesundheitsboost könnten wir ja vielleicht auch mal nehmen. 6 kostet es teuer.
Nö, sehe ich hier nicht. Führerschaft, vielleicht kann man das später? Nein, hier wird es nicht bei sein. Hier sind wir ja schon mal durchgegangen. Führung hier, das allerletzte unten. Mhm. Wir wollten, was wollten wir? Waffensammler wollten wir. 9 Punkte brauchen wir dafür. Aber bis wir einen Leutnant besiegt haben... Wer ist denn hier der Leutnant? Haben wir ja noch nicht kennengelernt. Bis wir den besiegt haben, das dauert wahrscheinlich noch. Na, Schweißbrenner und sowas. Hört sich auch gut an, Schwergewichtsmeister. Nein, Moment mal, gar nicht. Das hier war das. Wo war das hier? Gewehrmeister. Schnelleres Nachladen, Zielen und Wechseln von Gewehren und Scharfschützengewehren. Stabilität erhöht, Streuung verringert, funktioniert auch in der Arkade. Mehr tragen können, mehr MP und Schrotflintenmunition mit dir tragen können wir dadurch. Oder hier trage mehr Gewehr und Kaliber 50 Munition mit dir. 9 Punkte, so teuer. Einerseits, wir gehen ja sowieso oft wieder zurück. Andererseits, was man hat, das hat man, oder? Moment mal, das sind 9 Punkte und hier oben, das sind 7. Ja, dann nehmen wir das hier. Schneller nachladen, Scharfschützengewehre und so und bessere Stabilität. Hört sich doch prima an. Ja, den Rest sparen wir uns wieder auf, oder? Ja. Du hast jetzt einen neuen Schatten. Die Sekte kippt schon seit einer Weile Bliss in die Wasserversorgung. Doch seit dem Chaos in Josephs Kirche haben sie noch aufgestockt. Jetzt bedeckt dieser LSD-Nebel die gesamte Scheißgegend. Mhm. Sally ist weg. Wie heißt du? Sally. Okay. Das ist nicht schwer zu merken dann. Hallo Sally. Hier habe ich das erste Mal geraucht. Ach, da ist jemand. Gut, dass du den Kugas beim Gefängnis. Die Sekte ist in der Wolfshöhle und fängt Wölfe, aus denen sie Judges machen. Dafür müssen sie gut ausgerüstet sein. Ich finde, wir sollten ihnen ihren Kram abnehmen. Olivia. Warum haben wir sie gerade nicht gesehen? Naja, jetzt bist du erstmal dabei. Alles ist gut. Ja, liebe Welt da draußen. Als kleines Mädchen wurde ich jedes Jahr hierher geschickt. Liebe Welt da draußen, wollte ich sagen, wir werden in der nächsten Folge weiter in diese Richtung gehen. Wir müssen noch 2 von diesen Pronghorn-Häuten finden. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Diese Folge ist vorbei und ich darf mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe das hier alles viel größer in Erinnerung.